Herzlich willkommen hier in meinem Reich. Das ist quasi die Küche, das Herz des Restaurants. Und wir bereiten heute das sorbische Hochzeitsessen zu, was auch heute noch zu einer Hochzeit gereicht wird. Oder auch mal zu einer Kirmes. So, dann fangen wir mal an. Also das ist jetzt ein falsches Filet, ein Teilstück vom Bug. Man kann auch ein anderes Teilstück vom Bug nehmen. Ich würde kein zu trockenes Fleisch nehmen, weil das dann, wenn es gekocht ist, ist das dann nicht mehr so saftig. Viele mögen das Durchwachsene lieber mit Fett, einige mögen das was Mageres, dann muss man sich halt dementsprechend dran tasten. Schneide ich ein bisschen das Fett, ein bisschen die Sehne weg. Also ich pariere es wirklich nur grob. Das ist jetzt quasi diese Knochenhaut und der Rest kann eigentlich dranbleiben. So. Also ich benutze Gewürze, einmal schwarzer Pfeffer, dann ist Piment und Nelke. Nelke nicht zu viel, weil viele mögen das nicht so. Und dann Lorbeerblätter. Das sind so meine typischen Brühegewürze, die ich fast überall reinmache. So, ich fülle das jetzt mit kaltem Wasser auf, etwas Salz dazu und dann lässt man das, sag mal, 3-4 Stunden kochen, bis das Fleisch weich ist. Also man erkennt weiches Fleisch, wenn man mit der Gabel einsticht und das Fleisch von der Gabel von alleine runterrutscht. Ich mache natürlich die typischen Brühegewürze rein, das kommt dann einfach dazu. Den Porree schneide ich auch dazu, das Grüne lasse ich mir meistens gerne übrig, für wenn man eine Suppe reicht, dann kann man das Grüne nochmal klein schneiden. Und dann sieht das einfach schöner aus, wenn man dann das Weiße reingibt. So, Sellerie brauche ich nicht den ganzen Kopf für die kleine Menge. Und wer die Brühe ein bisschen süßlicher mag, der kann noch ein paar Möhren mehr reinmachen. So, Zwiebeln schälen. Man kann auch die Schale, wenn man die Brühe ein bisschen dunkler haben will, mit reinmachen. Dann kriegt die Brühe so einen schönen goldbraunen Touch. Aber hat halt auch ein paar Bitterstoffe drin, also man darf nicht übertreiben damit. Zwiebeln kurz klein schneiden. Jetzt haben wir die Brühe gekocht. Hat so 3-3,5 Stunden gedauert, bis das Fleisch weich ist. Dann haben wir das Fleisch rausgenommen, das ganze Gemüse schon mal rausgenommen. Jetzt mache ich ein bisschen Petersilie dazu. Zum Klären. Und dann schütte ich langsam das Eiweiß dazu. Die Brühe habe ich schon, die ist schon auf 60 Grad runtergekühlt. So circa, sodass das Eiweiß nicht gleich stockt. Und dann rühre ich das langsam rein, das Eiweiß vorher nicht verrühren. Das ist jetzt die einfache Art, wie man eine Brühe schnell klärt. Und dann eigentlich nur die Flamme etwas runterdrehen, dass es langsam hochkocht und dann einfach nur warten, bis es aufkocht. Und hin und wieder vielleicht den Boden mal ein bisschen gucken, ob es angebrannt ist. Wenn es angebrannt ist, ist es zu spät. Eine Brühe klärt man, damit man quasi die ganzen Trübstoffe rausholt und damit die schön klar aussieht. Dann, wenn ich in eine Suppentasse reingucke, damit ich auch den Boden sehe von der Suppentasse. Wenn man das nicht sieht, ist die Brühe nicht mehr so schön. Man muss schon warten, bis das richtig aufgekocht ist. Dann sieht man auch, wie sich das oben absetzt. Also man sieht das ja dann, wie das langsam hochkommt. Und wenn man dann, wenn es aufgekocht ist, quasi das Eiweiß beiseite zieht und das dann klar ist, dann weiß man, okay, jetzt ist es durch, jetzt ist es fertig. Also jetzt kann man sagen, jetzt wird schon langsam, wenn man sieht, das Eiweiß gerinnt, flockt schon aus. Dann wird die Brühe schön klar. Schneller bewegen. Aber man darf nie zu schnell bewegen, weil sonst rührt man wieder alles ein. Jetzt mal kurz köcheln lassen. So, ich mach mal kurz aus. Und dann sieht man schon langsam, wie schön klar die Brühe geworden ist. So, das nehme ich hier raus. Und dann tun wir das durch ein Passiertuch durchpassieren. So, das ist dann die klare Brühe. So, hier haben wir ein vorbereitetes Stück Fleisch, das schneide ich jetzt auf. Lege ich dann in die Brühe warm, damit das dann schön warm ist. Und in der Zwischenzeit, solange wie das Fleisch warm wird, bereitet man die Soße zu. Also der Anfang ist bei der Soße einfach eine klassische Mehlschwitze. Da schneide ich die Butter in kleine Würfel, dass es schneller schmilzt, dass mir die Butter quasi nie braun wird. So, kommt das Mehl dazu. Das Mehl wird so lange gerührt, bis das so schön weiß schaumig wird. Also bis es, ist hier ein Löffel da, bis das quasi diese weiße Schaumbildung hat. Wie jetzt. Und dann kann man langsam mit Brühe auffüllen.
Milch mache ich persönlich dazu, damit die Soße einfach etwas heller ist. Man kann auch Sahne nehmen oder auch einfach nur Brühe lassen. Aber somit ist sie einfach weißer und heller. Dann kommt das, was wir am liebsten mögen, der Meerrettich dazu. Im Sorbischen isst man das etwas ein bisschen schärfer. Also ideal ist immer traditionell so eine Schärfe zu erreichen, dass man das noch essen kann, aber man muss den Meerrettich auch merken. Also man muss die Schärfe auch schon mitkriegen. Müsste ich probieren, ob es schmeckt. Und dann kann man schon anrichten. So, das Fleisch legen wir jetzt schön auf den Teller drauf. Die Soße drüber. Die ist so ein bisschen dicker, wie eine normale Soße, damit die ein bisschen hängen bleibt. Weil man titscht das ja auch gerne. Vielleicht noch ein bisschen frischen Meerrettich drauf. Ein bisschen Butter drüber. So, jetzt würde ich Bing machen. So, liebe Zuschauer, jetzt ist es vollbracht. Das sorbische Hochzeitsessen ist fertig. Mein Mann hat gekocht das Rindertafelspitz mit Spreewälder Meerrettichsoße und frischem Sauerteigbrot. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Deutsche Sibis Budget. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.